In Spider-Man Across the Spider-Verse gibt es Cameos von so ziemlich jeder Spider-Person, die man sich vorstellen kann. Aber wenn Tobey Maguire in einer Hauptrolle zu sehen gewesen wäre, hätte das einen großen Einfluss auf das gesamte MCU gehabt. Der animierte Comicfilm Spider-Man: A New Universe aus dem Jahr 2018, der als einer der besten Superheldenfilme aller Zeiten gilt, stellt den Fans eine Vielzahl von Spider-People aus dem gesamten Multiversum vor, die alle ihren Weg in Miles Morales Universum finden. Dazu gehören Peter Parker, Spider-Man Noir und Peter B. Parker, der zu einem Mentor für Miles wird, obwohl er vom Superheldenleben enttäuscht ist. Trotz dieser multiversum-zentrierten Prämisse hat der Film keine Auftritte von den wichtigsten Live-Action-Iterationen von Spider-Man, nämlich Tobey Maguire, Andrew Garfield und Tom Holland. Peter! Ja? Ja? Tatsächlich hatten die Regisseure Bob Paschiati, Peter Ramsey und Rodney Rodman in Erwägung gezogen, vor allem Maguire für die Rolle des älteren Peter B. Parker zurückzuholen. Doch diese Pläne scheiterten an der Sorge, das Publikum zu verwirren. In einem Interview mit Screen Crush im Jahr 2018 sagte Rodman: "Es gab viele Gedanken darüber, wo wir Tobey Maguire und andere unterbringen könnten. Ich denke, dass diese Überlegungen nach diesem Film ein wenig mehr Bodenhaftung haben könnten. Aber vor diesem Film und der Einführung der Idee des Spider-Verse für das Publikum, denke ich, hatte jeder Angst, dass es die Leute nur verwirren würde." Obwohl das Team hinter A New Universe die Rolle des Peter B. Parker mit Tobey Maguire nicht besetzen wollte, spielte er 2021 eine ähnliche Version der Figur in dem Blockbuster Spider-Man: No Way Home. In diesem Film nimmt Maguire seine Rolle als Peter Parker aus der Spider-Man-Trilogie von Sam Raimi wieder auf und fungiert als Mentor für eine jüngere, alternative Version seiner selbst. Im Gegensatz zu Peter B. Parker ist diese Version von Spider-Man immer noch optimistisch, was seine Karriere als Verbrechensbekämpfer angeht, und ist mehr als bereit, dem Spider-Man aus dem Marvel Cinematic Universe einige Lektionen über das Leben zu erteilen. Maguires Wiederauftauchen in Spider-Man: No Way Home dient als solider Epilog für seine Version des Charakters. Aber es sieht nicht so aus, als ob der Schauspieler bereit wäre, die Rolle vollständig aufzugeben. Nach der Veröffentlichung des Films im Jahr 2021 hat Maguire in einem Interview mit Marvel angedeutet, dass er sehr offen dafür ist, die Rolle zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zu spielen. Der Schauspieler sagte: "Ich liebe diese Filme und ich liebe all die verschiedenen Serien. Wenn diese Leute mich anriefen und sagten, würdest du heute Abend vorbeikommen, um abzuhängen und herumzualbern? Oder würdest du auftauchen, um diesen Film zu machen oder eine Szene zu lesen oder ein Spider-Man-Ding zu machen? Dann wäre das ein Ja. Denn warum sollte ich das nicht tun wollen?" Unabhängig davon, ob Maguire in einem zukünftigen Projekt Spider-Man spielt oder nicht, wird er durch seinen Auftritt in Spider-Man: No Way Home technisch gesehen auch in den Spider-Verse-Filmen kanonisiert, da Spider-Man Across the Spider-Verse eine Verbindung zum MCU herstellt. Auch wenn Tobey Maguire in Spider-Man: A New Universe nicht als älterer Spider-Man-Mentor für Miles Morales auftritt, hat Jake Johnsons Figur des Peter B. Parker doch viele Züge von seinem Sam Raimi-Pendant übernommen. Abgesehen davon, dass die Geschichte im Großen und Ganzen die gleiche ist, werden in der New Universe-Version einige Anspielungen auf Maguires Version eingebaut, darunter sein berüchtigter Straßentanz aus Spider-Man 3 und sein kultiger auf dem Kopf stehender Kuss mit Mary Jane Watson aus dem ersten Spider-Man. Darüber hinaus wird im Film sogar erwähnt, dass Peter sich einmal das Rückgrat gebrochen hat. Eine subtile Anspielung darauf, dass Maguire sich bei den Dreharbeiten zu Spider-Man 2 eine schwere Rückenverletzung zugezogen hat. My back. Oh, my back. Abgesehen von den Anspielungen durchlaufen die beiden einen ziemlich ähnlichen Charakterbogen. Sowohl Johnsons Peter B. Parker als auch Maguires Peter sind im Allgemeinen vom Pech verfolgte Charaktere, die durch ihre Superheldenkarriere allmählich abgestumpft und später wieder inspiriert werden. Beide haben Beziehungsprobleme mit ihren jeweiligen Versionen von Mary Jane Watson, die sie jedoch letztendlich lösen können. Am wichtigsten ist jedoch, dass beide bis weit ins Erwachsenenalter hinein Spider-Man sind. Anhand dieser Elemente wird deutlich, dass Maguire's Spider-Man definitiv einen Einfluss auf die Entwicklung von Peter B. Parker hatte. Auch wenn der Schauspieler es nicht in den Originalfilm geschafft hat, ist seine Interpretation der Figur in der DNA von Spider-Man: A New Universe zu spüren.